Herr Stemmer, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Ja, das ist mir bekannt. Ja, nehmen Sie ruhig Platz. Personalien, Michael Stemmer, 30 Jahre alt. Sie wohnen in Bergheim, lediger Privatdetektiv, verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten. Weder noch, nein. Aber Sie sind von ihm engagiert worden, ist das richtig? Ja, also wie gesagt, ich bin halt engagiert worden von Herrn Hofer und er hatte den Verdacht, dass seine Frau ihn betrügt und da ließ er sich halt beschatten. Und hat der Verdacht sich bestätigt? Also bislang hatte ich noch keine Beweise, aber ich habe eben in der Tiefgarage eine sehr interessante Beobachtung gemacht. Ja, tut mir leid, dass ich Ihnen das jetzt hier und heute so sagen muss, aber Ihr Verdacht hat sich bestätigt, Ihre Frau betrügt Sie. Ach, das ist völlig absurd. Ich hatte recht. Und das ist ein Quatsch. Was noch gravierender ist, Frau Hofer betrügt ihren Mann mit dem Nachbarn. Was? Also ich habe Sie eben zusammen mit Herrn Ernst Leustedt in der Tiefgarage gesehen, wie Sie sich in Ihrem Wagen halt umarmen und küssen. Du? Du schläfst mit meiner Frau? Du schläfst mit meiner Frau? Ich hab... Hör mal! Los, reicht, es reicht. Mit Korn, danke, Herr Seelhoff. Und ich möchte Ihnen mal eins in aller Deutlichkeit sagen, Herr Ober. Noch einen Ausraster in der Art. Dann kriegen Sie richtig Probleme mit mir. Ja, ist ja Probleme, die teuer werden. Verstanden? Mein Mandant hat verstanden. Frau Hofer, dann fragen wir doch Sie direkt. 55 StPO, Sie müssen sich selber nicht belasten, aber sobald Sie den Mund aufmachen, die Wahrheit sagen. Was sagen Sie denn zu dem, was der Stemmer hier gerade erzählt? Also das ist völliger Quatsch, was er mir hier unterstellt. Der Ernst hat mich einfach nur hier hingefahren, weil ich mein Bein umgeknickt habe. Wieso sind Sie da nicht mit Ihrem Mann hergekommen? Ja, weil er schon viel früher hier beim Gericht gewesen ist. Entschuldigung, gerade mal. Heute? Ja. Ach, sehr gut. Ja, dann melden Sie sich einfach, sobald Sie hier sind. Gut, danke schön. Also, der Tom Würfel ist auf dem Weg hier. Also, Herr Richter, ich weiß natürlich, dass Sie die Beweisfotos, die ich eben in der, oder die Fotos, die ich in der Tiefgarage gemacht habe, vermutlich nicht als Beweisfotos zulassen, aber wenn Sie wollen, kann ich es Ihnen ja gerne trotzdem mal zeigen. Nee, also, erstmal will ich die sehen. Ich habe dafür bezahlt. Ich möchte die sehen. Verhandlungen, es geht der Reihe nach. Ich kann Ihnen nur bestimmt mal kurz zeigen, oder nicht? Zeigen Sie. Ja. Ich weiß gar nicht, was das jetzt soll. Wirklich, Ernst und ich, wir haben nichts miteinander. Also Cordula, möchtest du was bitte dazu sagen? Bitte schön. Nein, das ist Quatsch. Ja, zeigen Sie es mir doch auch bitte. Wir haben wirklich nichts. Lassen wir mal die Kamera da und dann nehmen Sie bitte wieder Platz, ja? Naja, nach Missverständnis sieht man das nun wirklich nicht aus. Ja, es hat wohl keinen Sinn mehr, das abzustreiten. Was abstreiten? Bist du verrückt geworden? Mann, jetzt gib es doch einfach zu. Steh doch einfach dazu, dass wir ein Paar sind. Was? Und dieser Herr da hinten, ich weiß sowieso gar nicht, was das jetzt soll, das jetzt einfach hier die Fotos mitbringen. Ich hätte das sowieso am Ende meinem Mann erzählt. Aber es muss ja jetzt doch nicht sein. Ey, ich hab nichts mit Cordula. Wirklich nicht. Ernst, bitte, wir können doch nicht ewig immer verstecken und immer Ausreden für alles finden. Spiel doch einfach mit offenen Karten. Ja, es stimmt. Es stimmt, dass wir im Auto zusammengefahren sind, hergefahren sind und dass sie mich umarmt hat. Aber das hat sie nur gemacht, weil sie ihr leid tut, dass ich mich beim Brand verletzt habe. Wir sind Nachbarn. Das ist alles nur rein freundschaftlich. Wir haben kein Verhältnis miteinander. Sebastian, das musst du mir glauben. Das ist absurd. Sei einfach nur ehrlich. Sind die beiden Ihnen heute so mehr oder weniger zufällig vor die Linse gekommen oder haben Sie schon länger zwischen den beiden eine Liaison vermutet? Ja, ich habe das eigentlich schon länger vermutet. Ah. Zumal es auch so war, dass Frau Hofer ihn wirklich sehr, sehr oft im Krankenhaus besucht hat. Und vor dem Brand hatten Sie da auch schon die Vermutung? Auch da schon. Mir ist halt aufgefallen, dass immer, wenn die zwei zusammen waren und jemand Drittes dabei war, es doch schon sehr angespannt war, ein sehr angespanntes Verhältnis war. Haben Sie eigentlich Ihre Vermutung schon vor diesem Brand dem Herrn Hofer gegenüber geäußert? Angedeutet habe ich es. Also ich habe keine konkrete Aussage gemacht oder Äußerung gemacht, weil ich ja nichts in der Hand hatte. Ich hatte ja keine Beweise. Das ist doch Quatsch. Das und stimmt plötzlich, überhaupt nicht. Herr Hofer, sieht die Sache ganz anders aus. Ne? Auf einmal haben Sie doch was gegen Ihren Nachbarn. Ne? Sie haben allen Grund, etwas gegen ihn zu haben. Und auf einmal, hören Sie gut zu, reden wir nicht einfach so von fahrlässiger Körperverletzung, sondern möglicherweise von einem versuchten Mord. Nämlich dann, wenn ich davon ausgehe, dass Sie genau gewusst haben, dass Herr Leustedt Sie mit Ihrer Frau betrügt und Sie deswegen die Sache in Brand gesetzt haben, wissend, dass er sich in der Scheune befindet. Haben Sie einen Schuss? Das kann überhaupt nicht sein. Moment. Natürlich. Natürlich habe ich Gott und die Welt verdächtigt. Sie halten jetzt den Mund, wenn ich Ihnen den Mund verbiete. Es ergibt folgender Beschluss. Kein Aber. Ich hatte Ihnen vorher gesagt, noch ein Ausraster und es wird richtig teuer. Es geht folgender Beschluss gegen den Angeklagten. Wird hier mit einem Ordnungsgeld von 300 Euro ersatzweise 3 Tage Ordnungshaft kriegen. Wenn Sie noch einmal den Herrn Staatsanwalt beleidigen, können Sie mit einer Ordnungshaft rechnen. Verstanden? Ja, jetzt dürfen Sie wieder was sagen. Ich sagte doch, ich habe wirklich Gott und die Welt verdächtigt. Aber ich schwöre Ihnen und... Den Ernst, den hätte ich als Letzten verdächtigt. Also ich habe es angedeutet, mehr kann ich dazu. Ja, wie haben Sie es denn angedeutet? Also ich habe ihm halt alles gesagt, das, was ich weiß. Dass sie halt sehr oft bei ihm im Krankenhaus ist und dass sie halt sehr
sich merkwürdig verhalten haben. Das habe ich ihm gesagt. Ich möchte jetzt ganz gerne zu einem anderen Thema kommen, nämlich 2 Tage vor dem Brand. Da wollen Sie ja ein interessantes Gespräch mit dem Angeklagten geführt haben. Ja, genau. Wir waren verabredet. Ich war allerdings ein bisschen zu spät, weil ich noch ein längeres Gespräch mit einem neuen Kunden hatte, einem wichtigen Kunden, einer Versicherung. Und ich dachte schon, es würde Ärger geben, weil er in letzter Zeit ziemlich cholerisch und aggressiv war. Aber also nichts dergleichen. Er war wirklich verständnisvoll und hat sich allerdings sehr stark für das Gespräch da mit der Versicherung interessiert und hat wirklich sehr, sehr viel nachgefragt. Da kann ich mich am besten will nicht dran erinnern. Also er wollte alles wissen. Also wie die Leute normalerweise eine Versicherung betrügen, ob das eventuell aufgedeckt wird, wenn ja, wie. Und speziell das Thema Brandstiftung hat ihn auch sehr interessiert. Der lügt, der Mann, der lügt! Also ich konnte natürlich nicht viel dazu sagen, weil das halt alles sehr geheim ist, was ich da mit dem Kunden abmache. Aber ich bin dann halt im Allgemeinen geblieben und habe viel zu Brandstiftungen halt erzählt. Der lügt, dass ich hier die Banken wegen. Der lügt, da tut sie doch mal was. Entschuldigung, Herr Vorsitzender, aber der Zeuge Tom Würfel wäre jetzt schon da. Ja, danke schön. Wir rufen ihn ja dann, wenn wir brauchen. Eine Frage noch, Herr Stemmer. Haben Sie an dem Tag, als die Scheune gebrannt haben, festgestellt, dass der Angeklagte mal versucht hat, Sie telefonisch zu erreichen? Ja, da war ich allerdings in der geschäftlichen Besprechung und hatte das Handy aus. Und habe erst später gesehen, dass er angerufen hat. Also ich weiß nicht, wann er mich angerufen hat oder warum er mich angerufen hat. Weitere Fragen? Keine Fragen. Danke, Herr Stemmer, dann nehmen Sie den Platz, Sie bleiben unvereidigt. Dann bitte den Tom Würfel. Hab ich dir das alles zu verdanken? Ja, du hast mir doch keine Wahl gelassen. Ja? Was hätte ich denn machen sollen? Du bist einfach weggelaufen und dein Handy auch nicht gegangen. Du hättest hier auch alleine herkommen können, freiwillig. Dankeschön. So, einmal durchatmen. Ist alles nicht schlimm? Bis jetzt zumindest. Sie sollen jetzt als Zeuge vernommen werden. Das hat Ihnen der Beamte ja, denke ich mal, schon mitgeteilt. Ganz wichtig, als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Vorsorglich 55 StPO belehre ich Sie. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst einer Straftat bezichtigen könnten dadurch. Kommen wir mal zu Ihrem Personalien. Sie heißen Tom Würfel und Sie wohnen in der Winterstraße 9 in Bergheim. Ja? Ja. Würden Sie mir bitte noch sagen, wie alt Sie sind, Ihren Familienstand und was Sie beruflich machen? Ja, ich bin 20 Jahre alt, ledig und studiere im Moment Agrarwissenschaften. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten? Nein, ich bin nicht mit ihm verwandt oder verschwägert. Und ich frage mich, was Sie eigentlich noch von mir wissen wollen. Die Jasmin war doch schon so nett und hat Ihnen bestimmt alles erzählt. Wollen Sie mich gleich verhaften und ins Gefängnis bringen? Finden Sie, es gibt einen Anlass, Sie sofort festzunehmen? Ich möchte eigentlich erst mal einfach wissen, was Sie an diesem 8. April gemacht haben, was Sie uns zudem erzählen können. Ich habe das doch alles nicht mit Absicht gemacht. Und es tut mir jetzt auch leid im Nachhinein. Aber was hätte es gebracht, wenn ich zur Polizei gerannt wäre? Die Scheune wäre sowieso abgebrannt samt den Mähdreschern. Und Ernst wäre auch verletzt gewesen. Alles, was ich damit erreicht hätte, wäre, dass ich mir meine Zukunft verbaut hätte, mehr nicht. Naja, ganz generell würde ich mal sagen, wer einen Fehler macht, der sollte auch dazu stehen, oder? Entschuldigen Sie bitte, aber ich verstehe Sie jetzt absolut nicht, was dieser Tom da jetzt auf einmal mit der ganzen Sache zu tun haben soll. Ich habe doch nur eine verdammte Zigarette geraucht. Und ich habe auch gedacht, ich hätte sie vernünftig ausgedrückt, aber... Ach, deshalb hat er mich im Krankenhaus besucht. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, warum der sich so um mich kümmert, obwohl der mich gar nicht so gut kennt. Ja, jetzt wird mir einiges klar. Ach, komm, hör auf. Also ich habe ganz bestimmt nicht gewollt, dass dir irgendwas passiert. Und außerdem war das halt so eine Entschuldigung auf meine Art, dich im Krankenhaus zu besuchen. Jetzt bleiben wir doch mal konkret bei den Abläufen. Wann genau haben Sie die Scheune verlassen? Es war gegen 5:30, 6. Und den Herrn Leutstedt haben Sie nicht gesehen, als Sie die Scheune verlassen haben? Nein, ich habe dort niemanden gesehen. Auch keinen Werkzeugkoffer, der irgendwo neben den Mähdreschern stand? Nein, fällt mir jetzt nicht ein. Also ich war auch oben im Dachgeschoss von der Scheune und ich bin danach auch durch die Luke rausgegangen und also ich hatte da überhaupt keinen Einblick, was unten passiert, wo die Mähdrescher waren. Also die räumlichen Verhältnisse, das ist eigentlich nicht unwichtig. Wissen Sie, was ich am liebsten mit Ihnen machen würde? Gehen Sie mal darüber zur Tafel und wären Sie doch bitte mal so nett und zeichnen Sie uns mal die Scheune auf, so ungefähr. Es gibt jetzt keine Preise zu gewinnen für schönes Malen, sondern einfach, dass es räumlich so ungefähr stimmt. Malen Sie mal die Scheune und dann zeigen Sie mal, wo Sie geraucht haben. Und wo da diese Luke ist, von der Sie gesprochen haben, wo Sie die Scheune dann verlassen haben? Ja gut, hier ist die Scheune, hier sind die Mähdrescher gewesen. Mhm. Ja, also hier war das Dach, das Dachgeschoss. Hier führt eine Leiter nach oben. Ja. Hier ist der normale Eingang, hier ist die Luke.
Hier das Heu, wo auch ja, die Matratze war. Und hier kann man halt aus der Luke raus. Und hier liegt auch Heu. Und hier irgendwo habe ich ja, die Zigarette geraucht. Und ja, was da unten passiert ist, weiß ich nicht. Man konnte halt also von da oben nichts sehen. Okay, jetzt kann ich mir das vorstellen. Nehmen Sie ruhig wieder Platz. Aber eine Frage ergibt sich da natürlich schon. Wieso haben Sie dann die Scheune durch diese Luke verlassen und nicht die Leiter runter und durch einen normalen Eingang? Ja, weil wenn ich also nach Hause will, dann ist das eine quasi eine Abkürzung, weil ich da direkt runter kann. Da steht auch mein Fahrrad am Hintereingang. Und sonst müsste ich halt durch den Eingang um die Scheune rum. Und, wo man sie auch sehen könnte. Genau. Ich wollte auch nicht, dass mich der Hofer sieht. Und er dachte sowieso, dass ich schon weg bin. Und von der Matratze musste er nun wirklich nichts mitkriegen. Aber eins ist mir doch trotzdem nur jetzt, sagen Sie mal, wie kann man denn auf die bescheuerte Idee kommen, auf dem Heuboden zu rauchen? Das war natürlich blöd, das weiß ich jetzt auch, aber das kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Und den Zigarettenstummel, haben Sie ihn oben gelassen? Ja. Ja, dann ist es aber wirklich unwahrscheinlich, dass dieser Zigarettenstummel das Feuer ausgelöst hat. Denn zum einen ist der Brand ja unten am Eingang entstanden. Wie? Da ist Benzin verschüttet worden. Und rund um dieses Benzin, rund um den Punkt, wo das Feuer ausgebrochen ist, ist auch kein Zigarettenstummel oder irgendwas gefunden worden. Dann heißt das, dass ich im Prinzip unschuldig bin? Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, dass ich das gemacht habe und jetzt bin ich unschuldig, oder was? Ja, ich weiß es, aber es ändert auch nichts daran, dass du eine ganze Menge verbockt hast. Haben Sie ein Problem damit, dass Sie den Brand nicht verursacht haben? Seien Sie doch vorsichtig. Nein, ehrlich gesagt nicht, aber... Ja, also, dann atmen Sie mal durch und regen Sie sich nicht nur auf. Hä? Bleiben wir aber trotzdem mal bei Ihnen. Was haben Sie gemacht, nachdem Sie da die Scheune verlassen haben? Nachdem ich die Scheune verlassen habe, bin ich zu meinem Stammkiosk gefahren, habe ich mir ein Bier gekauft und auch direkt getrunken. Und ein paar Minuten später habe ich dann direkt diese Feuerwehrsirenen gehört. Und gleich an Ihren Zigarettenstummel gedacht, oder wie? Nicht direkt. Also der Kioskbesitzer, der hat einen Kumpel bei der Feuerwehr und der wusste halt irgendwie sofort, dass es beim Hofer brennt. Ja, und als ich das dann gehört habe, dann ist mir erstmal wirklich übel und schlecht geworden. Und dann bin ich natürlich sofort mit dem Fahrrad nochmal zur Scheune gefahren, um zu gucken, was da jetzt also los ist. Ne? Und dann habe ich halt das Feuer schon gesehen. Tja, als Verteidigerin, es hat sich nichts geändert aus meiner Sicht. Ne? Die Aussage Würfel bringt nichts zugunsten Ihres Mandanten hier irgendwie zutage. Nichts. Herr Würfel, ich habe noch eine Frage an Sie. Als Sie zum Hof zurückgeradelt sind, haben Sie da in der Nähe des Hofes irgendeine Person bemerkt, die da nicht hingehört? Oder eine Person bemerkt, die irgendwas Verdächtiges macht? Eigentlich nicht. Also fällt mir jetzt nicht ein. Ich muss auch sagen, ich bin nur auf ca. 100 Meter an die Scheune rangefahren, weil, wie gesagt, ich habe mich nicht getraut, da näher ranzukommen. Und mir war auch relativ schlecht. Und also ich stand da am Waldrand, da wo die Straße anfängt. Man hatte eine gute Sicht auf die Scheune, aber wie gesagt, näher bin ich da echt nicht rangefahren. Und von dort aus, vom Waldrand, haben Sie gar nichts weiter wahrgenommen. Es ist jede kleinste Kleinigkeit... Könnte uns eventuell weiterhelfen, selbst Dinge, von denen Sie gar nicht denken, dass sie hier wichtig wären. Na ja, also vielleicht war da schon was, aber ich will jetzt auch keine Probleme machen oder so. Was war denn da? Ja, ich glaube, das hat noch nicht mal irgendwas mit dem Fall zu tun. Mann, komm, mach den Mund auf Schmuck aus, mein Leben, meine Existenz, ich stehe doch auf dem Spiel. Bitte, Herr Hofer, Würfel, jetzt sagen Sie halt, was los ist, oder? Also ich glaube auch nicht, dass ausgerechnet Sie das jetzt unbedingt hören wollen. Ja, was denn jetzt? Ja, Herr Würfel, bitte, jetzt machen Sie doch hier keine große Story. Ja, also erzählen Sie es doch. Seine Frau, ich habe seine Frau im Auto gesehen mit einem Typen, der also offensichtlich ihr Lover war. Siehst du, ich hab's gewusst. Ernst, jetzt pack doch aus, jetzt habt doch Eier in der Hose. Ich hab nichts mit Cordula, Mann, ich hab's doch gesagt. Herr Hofer, jetzt beruhigen Sie sich doch mal. Und wenn Sie sich beruhigen, dann könnten Sie auch nachdenken. Und wenn Sie nachdenken, müsste Ihnen klar sein, der Mann in dem Auto kann gar nicht der Herr Leutstedt gewesen sein, wenn der in dem Moment in der Wiese lag mit seinen verbrannten Armen. Ich kann das auch nicht gewesen sein, weil ich ja zu dem Zeitpunkt noch in der Stadt gewesen bin. Was weiß ich, wen du da gesehen hast? Also ich bin mir zu 1000% sicher, dass das die Frau aus dem Wagen war. Und wie gesagt, der Wagen, der stand am Waldrand, also da kurz vor der Straße. Und das war der Mann, der in dem Wagen war. Ich soll das gewesen sein. Ja. Ich schwöre Ihnen, dass das die Wahrheit ist. Der Kerl ist ein Lügner. Ich habe doch überhaupt gar keinen Grund zu lügen. Ja, was weiß ich? Frau Hofer, weiterhin, Sie müssen die Wahrheit sagen, sich selber nicht belasten. Was sagen Sie dazu? Das Ganze ist absolut absurd. Das finde ich allerdings nicht.
So langsam macht diese Show, die Sie hier abziehen, richtig Sinn. Warum? Also ich verstehe jetzt überhaupt nichts mehr. Ich habe den Kerl doch engagiert, dass er Sie beschattet, nicht, dass er Sie bespringt. Das ist völlig klar, aber überlegen Sie doch mal. Die beiden versuchen gerade, uns hier aufs Kreuz zu legen, indem sie ihren Nachbarn als den berühmt-berüchtigten Lover ihrer Ehefrau präsentieren wollen. Ich habe kein Verhältnis mit Cordula, ja, ehrlich. Das glaube ich Ihnen auch. Sie sollen hier nur als der Liebhaber präsentiert werden, damit man meinem Mandanten anstatt der fahrlässigen Körperverletzung einen versuchten Mord anhängen kann. Nicht wahr, Frau Hofer? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich war doch in der Stadt beim Einkaufen. Also wenn man sich das Ganze mal durch den Kopf gehen lässt, womit die Frau Verteidigerin in jedem Fall recht hat, dass sie durchaus die Möglichkeit gehabt hätten, dieses Feuerzeug ihres Mannes am Tatort zu deponieren, mit den Schuhen ihres Mannes verdächtige Spuren zu legen und die Schuhe dann so zu verstecken, dass man sie auch tatsächlich später wieder findet. Sie wollten Ihren Mann ins Gefängnis bringen, damit Sie freie Bahn für Ihren Liebhaber haben, Frau Hofer. Frau Lula, du sagst am besten jetzt nichts mehr ohne Anwalt. Sollen wir aus Ihren Tränen schließen, dass die Frau Verteidigerin mit ihrer These richtig liegt? Also, es tut mir leid, aber ich habe einen wirklich schlimmen Fehler gemacht. Aber ich war nur so unsterblich in Michael verliebt. Und als er mir die ganze Sache mit dem Versicherungsbetrug vorgeschlagen hat, da... Ich weiß überhaupt nicht mehr, wovon hier die Rede ist. Was soll das Ganze denn? Doch, das hat er wohl... Ich habe ihm doch das Feuerzeug gegeben. Auch die Schuhe habe ich ihm gegeben. Und ich habe ihm gesagt, wo die Benzinkanister stehen. Aber ich hätte das Ganze auch niemals zugelassen, wenn ich gewusst hätte, dass jemand in der Scheune ist. Verstehe ich das richtig? Sie wollten einen Versicherungsbetrug begehen und den dann auch noch Ihrem Mann in die Schuhe schieben. Aber da ist doch ein Denkfehler drin. So richtig Sinn ergibt das doch gar nicht. Denn in dem Moment, wo man erkennt oder der Meinung gewesen wäre, dass Ihr Mann den Versicherungsbetrug begangen hat, hätte die Versicherung doch niemals bezahlt. So weit habe ich doch gar nicht gedacht. Ich habe einfach nur gemacht, was Michael gesagt hat. Aber jetzt mal die andere Geschichte, dass Sie heute mit dem Herrn Leutstedt hier zu Gericht gekommen sind und doch offensichtlich, wie die Fotos ergeben, ihn umarmt haben. War das Teil des Plans, oder wie? Ja, alles hat er sich ausgedacht. Aha. Sie sollten sich an ihn heute anwerfen, damit man solche Fotos machen kann und damit der Eindruck entsteht, er sei ihr Lover. Nun, Herr Stemmer, 55 StPO, Sie müssen sich selber ja nicht belasten. Aber wenn Sie den Mund aufmachen, will ich bitte nur die Wahrheit hören. Was sagen Sie denn dazu? Ja, das ist nicht stimmt. Es war nämlich genau andersrum. Sie hat mich dazu getrieben, diese verdammte Scheune abzubrennen. Sie ist eiskalt und berechnend. Merkt das hier denn gar keiner, was sie hier für eine Riesenshow abzieht, nur um mich dafür gerade stehen zu lassen? Aber ich sag Ihnen was, das kann sie vergessen. Und ich sag Ihnen noch was, eigentlich wollte sie nämlich, dass ihr Mann in der Scheune verbrennt. So sieht's nämlich aus. Was? Ich hätte es niemals gewollt, dass mein Mann stirbt. Moment, aber so wird das Ganze natürlich wieder Sinn ergeben. Weil dann hätte natürlich zwar auch nicht die Brandversicherung bezahlt, aber die Lebensversicherung, wenn Sie eine haben, oder? Haben Sie eine? Ich ja. Nein, ich wollte meinen Mann nie töten, nie! Selbst wenn Sie Ihren Mann tatsächlich nicht töten wollten, Frau Hofer, haben Sie doch heute alles dafür getan, um ihm einen versuchten Mord anzuhängen und ihn lebenslänglich ins Gefängnis zu bringen. Ob das so viel besser ist, das wage ich zu bezweifeln. Unfassbar. Da läuft man wochenlang mit so einem schlechten Gewissen rum und denkt, man wäre hier irgendwie der Schuldige und am Ende ist man doch unschuldig. Ja und? Sollen wir jetzt Mitleid mit Ihnen haben, oder wie? Nee, also ich freue mich, ehrlich gesagt. Ja, ja. Und das schlechte Gewissen, das jetzt Wochen mit sich rumgetragen haben, ich glaube, das haben Sie sich redlich verdient. Sie müssen es mal anders sehen. Hätten Sie nämlich sofort bei der Polizei diese Aussage gemacht, die Sie heute gemacht haben, dann hätte man direkt in eine andere Richtung ermitteln können. Dann hätte man abgesehen davon Ihnen auch relativ schnell die Angst nehmen können, dass Sie schuldig sind. Vor allem wäre Ihnen vielleicht das ganze Verfahren hier erspart geblieben. Also, Mitleid können Sie hier nicht erwarten. Sind Sie froh, dass Sie wirklich keine Schuld an dem Ganzen tragen? Gibt es noch irgendwelche Fragen keine an irgendeinen Zeugen? Dann bleibt der Herr Stemmer unvereidigt, der Herr Würfel bleibt unvereidigt und auch die Frau Hofer bleibt weiterhin unvereidigt. Nehmen Sie mal bitte hinten Platz. Bundeszentralregister, Auszug des Angeklagten muss nicht verlesen werden. Danke. Weitere Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Muss ich Frau Verteidigerin, so macht der heutige Kuss in der Tiefgarage, den der Privatdetektiv fotografisch festgehalten hat, natürlich Sinn. Ne? Es sollte ein weiteres Motiv für den Angeklagten beschert werden. Es sollte vor allem von der Ehefrau und vom Privatdetektiv als gemeinsame Täter abgelenkt werden. Aber ich wage es hier, ich denke, in Einklang mit den Ausführungen des Herrn Vorsitzenden noch weiterzugehen. Diese ganze Brandstiftung macht auch rein wirtschaftlich, ich sage mal, nur Sinn,
wenn der Angeklagte auch wirklich in den Flammen umgekommen wäre. Denn wenn schon nicht die Brandschutzversicherung, so wäre dann doch wenigstens zumindest schon mal die Lebensversicherung angefallen. Das wird man klären müssen. Sie sind heute frei zu sprechen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, nach dieser Beweisaufnahme bin ich in zweierlei Hinsicht froh für meinen Mandanten. Natürlich zum einen, dass seine Unschuld zweifelsfrei festgestellt wurde und zum anderen, dass ihm endlich mal die Augen über seine Ehefrau geöffnet worden sind, die nichts anderes wollte als sein Geld. Und als dieses zur Neige ging, hat sie nichts Besseres zu tun, als sich einen Liebhaber zu besorgen. Und dann kommt sie noch auf die Idee, ihren eigenen Mann töten zu wollen und noch Kapital von der Lebensversicherung rauszuschlagen. Ich kann da nur sagen, sie sind brandgefährlich und bin froh, dass mein Mandant sich nur finanziell an Ihnen verbrannt hat. Ich beantrage Freispruch. Danke, Frau Verteidigerin. Herr Hofer, Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ja, also ich kann nur sagen, also ich wusste, dass sie keine Heilige ist, als ich sie geheiratet habe, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so zu sowas imstande ist. Nee. Dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Sebastian Hofer wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, das ist ein Plan, der war um so viele Ecken gedacht, dass man wirklich ihn erst noch mal aufdröseln muss, um ihn überhaupt zu verstehen. Die Ehefrau des Landwirts verschleiert ihre wahre Affäre mit dem Detektiv, der ihre Affäre aufdecken sollte, und dichtet sich zugleich eine Affäre mit dem Nachbarn an, damit der nicht wie das Zufallopfer dieser Brandstiftung aussieht, sondern wie ihr gezieltes Eifersuchtsopfer. Und sie hoffte so, den Ehemann für viele, viele Jahre hinter Gittern zu bekommen. Und das ist genau das, was eigentlich sie mit der Brandstiftung erreichen wollte. Was da aber nicht geglückt ist, dass sie nämlich aus dem Weg geschafft sind. Ja? Eventuell hätte nicht ihre Brandversicherung bezahlt, aber die Lebensversicherung sollte zahlen. Das heißt, sie sollten eigentlich zu Tode gebracht werden. Ja, wie die Rollen zwischen ihnen beiden da wirklich verteilt waren, das muss ein neues Verfahren zeigen. Keine Frage, sie waren natürlich freizusprechen. Sie waren nämlich an auf Rechtsmittel verzichten, dann ist das Urteil hiermit rechtskräftig. Ja, ich glaube, sie sind gar nicht so allein in ihrer Rolle. Landwirt sucht Frau. Man hat es jetzt oft genug gesehen, das ist eine Inszenierung, bei der leider allzu oft der Landwirt am Ende das Opfer ist. Herr Würfel, Sie hadern damit, dass Sie wochenlang mit schlechtem Gewissen herumgelaufen sind, obwohl Sie ja unschuldig sind. Das hat ja niemand von Ihnen verlangt, dass Sie Ihren Fehler für sich behalten. Im Gewissen wäre es sicher besser gegangen, wenn Sie auf selbiges gehört hätten. Haben Sie aber nicht, womit wieder mal bewiesen wäre, das Gewissen ist die Stimme im Innern. Dort, wo die Akustik ganz schlecht ist. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Frau Hofer, Herr Stemmer, Sie sind vorläufig festgenommen. Es besteht der dringende Tatverdacht des versuchten Mordes, des gemeinschaftlich versuchten Mordes. Herr Seelhoff, Sie beide nehmen die beiden bitte mit. Dankeschön. Ja, aber ich kann auch nichts dafür. Ich bin reingelegt worden. Wir nehmen jetzt nicht. Dankeschön. Cordula Hofer wurde wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und schwerer Brandstiftung jeweils in Mittäterschaft sowie wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Michael Stemmer wurde wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und schwerer Brandstiftung jeweils in Mittäterschaft sowie wegen falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt.